Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich heiße euch willkommen auf meinem Kanal Alisa Sweet Dreams. Heute stelle ich euch die Marshmallow Fluff Buttercreme vor. Ich nutze sie ganz gerne zum Bestreichen von Torten, aber sie darf natürlich auch zum Befüllen von Torten angewendet werden. Sie ist super schnell gemacht und der Geschmack erinnert mich an die Swiss Meringue Buttercreme. Und für die Herstellung benötigt ihr folgende Zutaten. 250 Gramm weiche Butter und ein Glas Marshmallow Fluff, das sind 213 Gramm. Zuerst muss die Butter fluffig geschlagen werden, das könnt ihr natürlich auch mit dem Mixer machen. Das dauert ca. 15 Minuten, mit dem Mixer dauert es etwas länger. Die Butter nimmt an Volumen zu und wird wesentlich heller. Sobald sie diesen Zustand erreicht hat, kann auch schon der Marshmallow Fluff dazugegeben werden. Dann muss das Ganze nur noch ca. 5 Minuten zusammen aufgeschlagen werden und danach ist die Buttercreme auch schon einsatzbereit. Zwischenzeitlich muss nochmal umgerührt werden, damit beide Zutaten sich ordentlich miteinander vermischen können. Wenn die Buttercreme fertig ist, sieht sie so aus. Sie ist sehr fluffig und auch sehr hell. Gleich nach der Herstellung ist die Buttercreme noch relativ weich. Wer mag, kann sie gerne für ca. 10 Minuten in den Kühlschrank stellen, dann wird sie natürlich noch fester. Zum Tortenbestreichen empfehle ich euch, die doppelte Menge herzustellen und wenn noch etwas übrig bleibt, darf es eingefroren und bei Bedarf wieder aufgetaut werden. Sie ist im Gefrierfach mindestens so lange haltbar, wie eure Ausgangsprodukte es sind. Hier habe ich mir einige Tüllen vorbereitet und zeige euch jetzt, wie sich die Buttercreme direkt nach der Herstellung verhält, wenn man sie spritzt. Und so sieht das Ergebnis anschließend aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass das Video euch von Nutzen war. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich gerne. Ansonsten sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.